Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier in meinem Outdoor-Office. Ich bin's wieder, euer Anton. Und ich weiß, wir haben uns jetzt ja eine Weile nicht mehr gesehen. Die letzte Folge war meine Geburtstagsfolge. So, steht ja schon fast wieder der nächste vor der Tür. Und ja, also das muss ich sagen, das war ja auch somit die intensivste der ganzen Folgen, die ich hier bisher gemacht habe. Da habe ich ja vor laufender Kamera ist da nochmal, hat sich so eine energetische Blockade gelöst, weil ich habe euch ja erzählt, wie ich da ein paar Tage davor eine auflösen konnte und habe dabei einen entscheidenden Satz noch so gesagt zu mir, der dann, glaube ich, noch eine Schicht tiefer in mein Inneres reingekommen ist und dann nochmal da Sachen rausgeholt hat und befreit hat. Und ja, darum gehen ja eigentlich die ganzen Videos. Also, dass ich euch Werkzeuge an die Hand gebe, wie ihr euch selbst verstehen lernen könnt. Genau. Und dabei, bei dieser ganzen Sache, da lerne ich mich natürlich auch noch weiter kennen. Das ist halt alles ein Prozess. Also, wir wissen ja, kein Mensch ist perfekt. Ich schon gar nicht. Und ja, aber es geht darum, dass wir diese ganze Abkopplung zwischen Kopf und Herzen, zwischen uns, Mutter Natur, zwischen uns und dem Himmel, dass wir diese ganze Abkopplung überwinden und uns wieder rückbinden zu uns. Und ja, um da mal jetzt keine mehrdeutigen Wörter dafür zu benutzen, aber ja, und die, also jetzt erstmal, warum ich die so lange nichts mehr hier ins Netz gestellt habe. Also das waren zum Großteil persönliche Gründe. Zum einen hat nach meinem letzten Video, oder schon dabei, habe ich mit so einem Intensivlehrgang angefangen für dieses, was wir hier machen. Was machen wir denn? Wir machen ja eigentlich, machen wir so eine Körpertherapie, Yoga nennen es auch viele. Und werden dann auch jetzt irgendwann mal in den nächsten Wochen auch mit Meditation anfangen, wo ja jeder sagt, Einsicht ist der beste Weg zur Besserung und Meditation ist ja genau das. Und da werde ich euch dann, wir machen noch weiter. Ich habe ja auch gemerkt, dass diese ganzen Theorieteile sogar mehr Anklang finden als die Praxisteile. Das finde ich natürlich sehr schön, aber das ist ja auch, es ist viel bequemer, wenn man sich mal so zurücklehnen kann oder macht man hier einfach beim Joggen oder beim Autofahren, hört man sich mal an, was der gute alte Anton mal wieder so zum Besten zu geben hat. Vielleicht ist ja mal was Schlaues dabei oder eine tiefere Erkenntnis und man kann sich dann so ein bisschen berieseln lassen und dann ist auch wieder aus und alles ist vorbei. Das ist genau das, was hier Uhren, Priol und die ganzen Kabarettisten immer gesagt haben, seit 10, 20 Jahren stehe ich hier auf der Bühne, erzähle den Leuten, wie die Revolution, die Befreiung, also wir reden ja hier von der inneren Befreiung, die dann vielleicht auch irgendwann mal zu einer gesellschaftlichen Befreiung führen kann, aber da mache ich mir auch nichts vor. Ich bin ja froh, dass, also was waren hier, maximal 100 Klicks, so bei den Theorievideos und so ungefähr 50 bei den Praxisvideos. Ich habe Rückmeldung von 2, 3 Personen, wo ich immer ganz dankbar bin, dass sie das anscheinend wirklich in ihr Leben mit einfließen lassen haben, diese ganzen Praktiken. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt in dem letzten Dreivierteljahr, wo ich hier ein bisschen es habe schleifen lassen, nicht auch bei denjenigen eingeschlafen, so ein bisschen, sondern dass ihr da auch dran geblieben seid. Und ja, für euch drei mache ich das eigentlich. Und ja, wer weiß, ab und zu kommen jetzt auch mal Leute dazu, die ich nicht kenne persönlich. Also wir waren ja, also wir sind eigentlich noch immer komplett unter uns. Alle Leute, die dies hier gucken, ihr liegt mir im Herzen. Wir haben uns entweder mal in meiner Kindheit, in meiner späteren, in meiner Jugend, oder während meines ersten Studiums, da die ganzen
letztens aus der Pfalz mal einen Anruf bekommen, habe ich mich gefreut. Oder während meines zweiten Studiums natürlich Berliner, Brandenburger sind die meisten, das zu sehen. Aber auch, wo ich später dann gearbeitet habe, Baden-Württemberg. Also es freut mich, wenn quer verteilt über die Republik oder wenn jetzt vielleicht auch aus dem deutschsprachigen Raum irgendwann mal jemand hier dazugestoßen ist. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich. Wenn ihr euch die Theorie anhört, ist das eine schöne Geschichte. Sowas könnt ihr vielleicht auch woanders irgendwo hören. Was bei mir meiner Meinung nach das Einzigartige ist und weswegen ich das auch mache, weil wer soll euch das sonst zeigen und erzählen, wie das funktioniert und wie diese ganzen Zusammenhänge da sind. Da muss man schon so ein verrücktes Leben haben, was ich hier habe, und so viele glückliche Zufälle, Schicksale und Fügungen. Ja, so, die müssen halt zusammengekommen sein, dass jemand sowohl diese Sachen aus dem deutschen Sprachraum mit der neueren Theorie, sei es jetzt Wilhelm Reich, sei es jetzt Rudolf Steiner und was da noch alles zum deutschsprachigen Raum ist. Goethe, Freude, schöner Götterfunken. Habe ich euch schon ganz am Anfang mal erzählt, dass wir irgendwann mal auch darauf kommen werden, den Götterfunken in uns, unser Licht zu entdecken. Und dann diese ganzen fernöstlichen Weisheiten, wo ich halt Glück gehabt habe, dass ich glaube, in ganz Lateinamerika, sagt er zumindest, den einzigen Menschen gefunden habe, der solche Weisheiten weiterbringt. Und das ist ja, wir hatten ja, ich mach nochmal, weil es so lange her aus den ersten Videos, das war ja über die letzten Jahrhunderte, das war ja alles elitäres Wissen. Weil dafür braucht man Zeit, dafür braucht man Geld. Also Geld, ihr wisst ja, ich mache das alles kostenlos. Die ganzen Videos, die sind, was sind die hier? Open Source? Oder keine Ahnung, auf jeden Fall ohne Gewinnabsicht, dass auch jeder die weiterverwenden kann. Schnipsel und jeder für sich jetzt ohne schlechtes Gewissen zu haben, sondern einfach bloß, um dieses Mal dieses Wissen, was ja vorhanden ist, einfach mal zusammenzuführen und auch im deutschsprachigen Raum. Und ihr könnt das, so zumindest die Theorie, gibt es irgendwo bei Osnabrück auch jemanden, den ich, also wer auf Anfrage, wo ihr dann wirklich auch mal live hingehen könnt. Und von dem euch solche Sachen nicht nur erzählen, sondern dann auch richtig einführen lassen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel das in Deutschland kostet. Wenn man hier in den USA so einen Kurs mitmacht, das kostet dann gleich so ein paar 1.000 Euro im Monat. Ich glaube 5.000 Euro im Monat. Wenn man das in Südkorea macht, dann kostet es auch 8.000 Euro im Monat. Dafür hat man dann gleich Hotelaufenthalt und beste Verpflegung mit inklusive. Ja. Und aber da sage ich dann, da könnt ihr dann wirklich hin, wenn ihr mal einen großen Meister braucht, der euch dann wirklich dann so weiterhelfen kann, wo ich nicht mehr weiterhelfen kann. Weil ich muss ja sagen, ich bin ja noch ein kleines Licht, was das Ganze angeht. Ich arbeite täglich daran, dass es besser wird. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, zumindest 5 Tage die Woche. Also und Tendenz steigend. Und das ist ein wichtiges Thema, worum es auch jetzt in der nächsten Zeit gehen wird. Danke. Ja, ich bin hier nicht im Wald. Hier kommen jetzt auch Leute vorbei. Deswegen bin ich mal froh. Hier ist vorhin ein Fischer, ist hier schon durch die Kamera in meinem Greenscreen immer durchgelaufen. Jetzt ist mal hier einer hinten lang gelaufen. Ja, was wollte ich euch noch sagen? Ah, genau. Die Pause, die ich gemacht habe, die ist gekommen, weil ich habe halt so ein Intensiv Seminar mit meinem Lehrer, mit meinem Meister machen dürfen und habe dabei Praktiken jetzt wieder kennengelernt, wo ich gesagt habe, wow, unglaublich, aber wahr und funktioniert. Also man, wie man da die Energie anzapfen kann. Und na gut, also bis wir zu den Sachen kommen, muss ich euch um Geduld bitten. Also manche brauchen wirklich Jahre, bis sie soweit sind. Manche brauchen Monate, manche brauchen Wochen, manche sind schon offen und haben die ganzen Meridiane durchflossen, voller Energie, ohne Staus. Wir haben ja gesagt, dass wir, wenn wir in frühester Kindheit oder schon im Mutterleib, wenn wir da zu irgendwelchen energetischen Blockaden kommen, weil wir Menschen
wie unseren Eltern, unseren Lehrern, weil wir da gefallen wollen und nicht uns selbst ausleben, sondern uns da irgendwo blockieren, dass das uns hemmt. Und manche Leute sind da halt freier und manche sind da, haben nicht so eine traumatische Kindheit erlebt. Also weil das klingt jetzt auch übertrieben, hä? Also wir sind ja auch, und wir denken, wir sind eigentlich behütet aufgewachsen, aber wir haben ja zu 99% oder 999 Promille, besser gesagt, oder noch viel geringer ist die Chance, dass wir mit Menschen aufgewachsen sind, die keine Traumata in ihrer Kindheit erlebt haben. Also quasi fast alle unsere Eltern, ausschließlich eigentlich alle unsere Eltern in Deutschland, möchte ich, aber ohne Absolutismen jetzt hier zu verwenden, möchte ich sagen, unsere Elterngeneration wurde von ihren Eltern großgezogen, die selbst im Krieg waren und da traumatisiert gewesen sind, oder die zumindest Kinder im Krieg gewesen sind, sind da traumatisiert worden, haben Entbehrungen und alles erlebt und haben das auch, haben Brüder verloren, haben Schwestern verloren, haben Eltern verloren und es gab halt viel Trauer und ja, das ist auch zum Teil mit weitergegeben an die Kinder. Die Schwingungen der Eltern nehmen die Kinder automatisch auf. Und es geht erst so über Generationen weg, umso trauriger, dass jetzt wieder die ganzen neuen Traumata aufgebaut werden mit den ganzen Ängsten. Jetzt, sei es jetzt vor Viren, sei es vor Krieg, sei es vor autoritären Regierungen, was da herrscht, dass man, ja, was da losgelassen wird auf wirklich schutzlose Kinder, Menschen. Ja, wir versuchen einfach mal, uns unseren eigenen Schutz aufzubauen oder zumindest die tiefsitzenderen Blockaden aufzulösen, um dann neue Blockädchen, die dann dazukommen, die noch nicht so viel Energie gestaut haben, denn mit den Techniken, die wir jetzt schon können, einfach ganz einfach auflösen zu können und um in uns auch unsere eigene Wahrheit zu finden, die dann nicht selbst, die dann nicht fremdgesteuert ist. Und ja, danach wollte ich eigentlich dann auch wieder mit anfangen, habe gedacht, jetzt werde ich wenigstens ganz neue Erkenntnisse noch haben. Ist leider nicht dazu gekommen und dann hat mich auch meine Familie sehr gebraucht und ja, und die hat halt Vorrang gehabt. Aber wir werden auch sehen, das sind alles immer so Ausreden, Ausflüchte. Vielleicht sind es auch innere Energien, die so ein bisschen dagegen kämpfen zu der weiteren Befreiung meiner selbst, unserer selbst. Ich bin ja nicht der Einzige, der da immer wieder auf innere Widerstände trifft. Und ja, heute, ich mache nur so ein kurzes, um dass wir mal wieder so ein bisschen reinkommen. Und was mir jetzt auch, was ich selbst bei mir gesehen habe, was gefehlt hat, dass ich jetzt wirklich immer am Ball bleibe, sowohl in meiner eigenen Disziplin als auch in der Weitergabe. Weil eigentlich, ich habe ja gehofft, dass ich dann vielleicht als Meister dann wirklich euch... So, da sind wir wieder. Alle Fliegen jetzt hoffentlich vertrieben, außer dass hier noch immer so ein bisschen rumschwirrt. Aber wir sollen uns jetzt nicht weiter stören, wenn ich mir jetzt hier ein bisschen in meinem Gesicht reinkratze. Das sind so eine ganz kleinen Tierchen und die können aber ganz schön jucken. Aber eigentlich ist es heute der erste Tag, dass ich hier lebe. Vielleicht ist es ja hier die Tageszeit, zu der die gerade aktiv sind. Ja, aber wir wollten uns ja ein bisschen über Erich Fromms Erkenntnisse unterhalten aus Die Kunst des Liebens. Und der hatte, wie ich bereits angekündigt hatte, aufgezeigt, was muss ich machen, um Meister zu werden, um eine Meisterin zu werden, in egal welcher Disziplin. Und da gibt es 3, 4 Hauptcharakteristiken, also Eigenschaften, die wir uns aneignen können, um auch wirklich in jedem Gebiet Meister werden zu können. Und was sehr, sehr nahe liegt, ist, dass eine dieser Charaktereigenschaften Disziplin heißt. Und Disziplin, okay,
das sagt sich jetzt erstmal so, es klingt vielleicht gar nicht so schön, ah, Disziplin, das ist doch immer so anstrengend. Wir leben ja auch in einer industriellen Gesellschaft, wo wir von, also die meisten von uns, viele von uns, müssen sehr diszipliniert sein, morgens früh aufstehen, zur Arbeit gehen und dann kommen und schön produktiv sein, schön diszipliniert an den Sachen arbeiten, die uns unser Vorgesetzter, unser Chef, irgendjemand vorgibt. Und dann haben wir irgendwann Feierabend und dann haben wir schon viel Geld verdient im Bestfall und wir haben dann noch die restliche Zeit, die wir dann schön totschlagen können. Die gewonnene Zeit an Qualität, die wir jetzt endlich mal für uns nutzen können, die wird dann einfach so totgeschlagen. Oder zumindest bei manchen. Dann wird dann schön auf die Couch gelegt, schön gefaulenzt, vielleicht durchgesippt, mal ganz das Gehirn abschalten und so eine Geschichten, was uns halt wirklich, ja, bringt uns nicht weiter. Und wirklich, wenn wir jetzt auch Leute fragen, auf dem Sterbebett, was wünschst du dir, was hättest du anders gemacht in deinem Leben? Sagen die dann, oh, ich hoffe, ich hätte mal noch ein bisschen mehr ferngesehen, noch ein bisschen mehr gefaulenzt, noch ein bisschen mehr Zeit totgeschlagen, noch ein bisschen mehr Party gemacht. Sagen die wenigsten. Da kommen meistens dann Sachen so mit der Familie und für sich die innere spirituelle Weiterentwicklung. Und die können wir hier machen. Familie liegt mir alle am Herzen, ist die eine Sache. Die spirituelle Weiterentwicklung mit der Disziplin. Also dadurch, dass uns ja so viel Disziplin immer von außen aufoktroyiert wird, haben wir so einen inneren kleinen Rebellen dagegen. Der sagt, diese ganze sinnlose Disziplin, die wir da mal machen müssen, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass es auch eine Disziplin, die uns gut tut, gibt, die wir uns selbst aufoktroyieren, selbst und selbst damit sagen, wenn ich das tue und wenn ich das regelmäßig tue, dann wird es mir besser gehen. Weil wir haben bei jeglichem disziplinären Verhalten, wenn ich jetzt diese Wortkapriole richtig geschöpft habe, haben wir Anfangswiderstände, haben wir innere Schweinehunde. Das heißt, wenn wir zum Beispiel joggen gehen wollen, wenn wir joggen gehen, dann ist es die ersten Male, oh, das ist eine Quälerei. Beim zweiten Mal geht es schon ein bisschen einfacher. Wenn wir das 2-3 Wochen gemacht haben, jeden Tag joggen gewesen sind, dann springen wir wie junge Rehe durch die Welt, grüßen, erzählen noch nebenbei, falls da noch jemand mitmacht beim Joggen. Obwohl das ja auch so eine meditative Praktik sein kann. Weswegen ich euch, also wie gesagt, joggen ist auch nichts, was ich euch jetzt empfehle, weil da kann es auch, geht halt auch auf die Gelenke. Ich möchte euch ja nur über die absolute Gesundheit erzählen und da, ja, da ist halt Wandern dann mehr das A und O. Aber sonst joggen, man kann das auch meditativ machen. Also wenn dann auf einmal dieser Punkt sich eintritt, wo man nicht mehr so schnauft, sondern wenn man durch den Wald, so nach 10 Minuten, 20 Minuten, irgendwann kommt dann dieser Punkt, da läuft der Körper von ganz alleine. Da gehen dann diese inneren Mechanismen los, die wir ja auch hier uns antrainieren wollen, dass wirklich Sachen automatisch funktionieren. Und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgeschwiffen, obwohl alles zum Thema, es gehört alles immer zum Thema. Ich hoffe, ich spanne dann auch die Netze. Wir haben immer so einen Punkt und der hat immer so verschiedene Unterpunkte und die versuche ich dann immer so zu beleuchten wie in dieser Mindmap. Und wir waren jetzt ja gerade bei diesem Punkt Disziplin und dass Disziplin nicht nur fremdbestimmt sein kann, sondern auch selbst verurteilt und dass es auch wirklich positiven Nutzen für uns haben kann, sehen wir zum einen bei diesem Joggen und werden das auch später noch sehen in der Meditation und in diesen ganzen Erwärmungsgeschichten, die wir machen, wenn wir wirklich sehen, ach, ich werde ja beim Leben jeden Mal lockerer. Und manche sind vielleicht auch wirklich körperlich schon so verengt, dass
ihr, wenn ihr diese Übung, diese Erwärmung und die Bodenübung, die ich ja auch schon, eigentlich habe ich ja schon 90% gezeigt, wenn ihr die wirklich mal täglich macht, dass ihr dann auch wirklich spürt, wie gerader ihr von Tag zu Tag werdet. Macht am besten Fotos am Anfang, wenn ihr wirklich irgendwelche körperlichen Gebrechen habt, wenn ihr irgendwie so, ich sage das jetzt nicht nur aus Spaß, sondern ich meine es wirklich ernst. Macht da mal Fotos und dann, wie das dann aussieht in 100 Tagen. Wie es dann aussieht, wenn wir das diszipliniert machen. Und diszipliniert, was heißt das eigentlich? Das heißt, jeden Tag zur gleichen Uhrzeit am besten die gleichen Tätigkeiten verrichten. Also, oh, wenn ich das schon höre. Das klingt natürlich wie Disziplin von vor 100 Jahren. Hart arbeiten, früh aufstehen, nicht viel Luxus gönnen. Und das ist natürlich, das klingt alles nicht so schön, aber wie beim Joggen, wo es am Anfang eine Qual ist, wo ihr das vielleicht schon selbst denkt, ah, dann wird es vielleicht wirklich schön nach ein paar Wochen, wenn ich das mache. Ist das, und je nachdem, worin ihr Meister werden wollt, ob ihr überhaupt Meister werden wollt oder sagt, ach, so mit meinem Stümper-Dasein, Stümperinnen, muss man ja heutzutage auch manchmal sagen, da fühle ich mich ganz wohl in meiner Haut, da komme ich so über die Runden. Ist ja alles ganz schön und gut. Was ich auch, ich mache ja mal ein Video, mal nicht. Nee, so ist es ja nicht. Ich hatte ja wirklich gute Gründe dafür, das nicht zu machen. Oh Gott, wenn ich mich selber höre, dann wisst ihr selbst. Ja, Mist. Also, täglich machen und dann halt so lange diese Anfangswiderstände überwinden, bis man in einem Fluss ist, bis es läuft, bis man da wirklich das schafft und dann wirklich mal zu mal besser wird in den ganzen Sachen. Und das ist halt auch, ja, wo Sachen, die am Anfang schwerfallen, wie wenn man jetzt zum Beispiel schnitzt, wenn man da so schönes schnitzt, am Anfang sieht es halt aus wie eine Wurst, die man geschnitzt hat. Und irgendwann hat man dann irgendwelche filigranen Kunstwerke geschnitzt. Bei der Gitarre, ihr wisst, ich wiederhole mich, aber daran seht ihr, Joggen, Schnitzen oder handwerkliche Kunst, Nähen, Musik, Gitarre, wenn man am Anfang, ist es ein Graus und man muss sich überwinden, man muss sich überwinden, ah, jetzt doch nochmal eine Stunde Gitarre, am besten zur gleichen Stunde und dann kommt dieser Punkt. Und von da aus ab läuft's. Und von da aus ab wird man immer besser. Von da aus einem gefällt das dann auch schon anderen Leuten, wenn die dabei zugucken. Und wenn die das machen. Und ja, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, um die Meisterschaft zu erwerben. Was hat uns der Erich Fromm noch? Weil das sind alles, eigentlich sind das Sachen, die müssten uns so klar sein. Aber dass die mal so klar in einem Punkt gesagt werden. Deshalb muss man ja Glück haben, dass man darauf stößt. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt noch. Ich werde auch von Erich Fromm, es gibt natürlich auch als Audiobook, hat schon jemand eingelesen. Ich werde euch das mal verlinken, dass wenn ihr wollt, da noch tiefer zu gehen. Punkt 2, Konzentration. Ja, was ist denn eigentlich Konzentration? Ich kann mich doch eigentlich gut konzentrieren. Hier, ich höre dem Anton heute eine Stunde. Wissen Sie, irgendwie höre ich dem auch zu, wird weniger. Wir sind fast durch. Ich kann mich doch hier konzentrieren und zuhören. Das ist ja schon mal was sehr, sehr Gutes. Aber wir leben ja in dieser Gesellschaft, da kommt es ja zack, 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 zack. Da kommt alles. Wir sollen ja multitaskingfähig sein. Wir sollen ja viele Sachen gleichzeitig und nebenbei machen, ohne wirkliche Konzentration auf diese eine wichtige Sache, die uns dann auch erfüllt. Also und wir lenken uns ja mit ganz vielen Sachen ab. Das ist ja, das meiste ist ja Konsum. Und Konsum, mal wieder eine kleine Schleife, weil hängt ja alles, die ganzen Videos hängen ja miteinander zusammen. Wir haben ja gesagt, wir können ja zum Beispiel jetzt in der oralen Phase, wenn wir in der oralen Phase irgendwelche Traumata aufbauen, ja, dann konsumieren wir halt oft Zigaretten. Wir konsumieren dann oft Alkohol. Wir haben vielleicht mit der Ernährung
haben wir irgendwelche Probleme. Und merke ich ja bei mir auch. Viele, die mich kennen, wissen ja, früher haben wir ganz oft immer gefeiert, bisschen die Puppen und alles. Und ich habe jetzt auch gemerkt, jetzt die letzten Wochen, Monate, wo ich auch ganz viel, ich hatte viel Stress, muss ich wirklich auch sagen. Also sowohl um in der Familie Ruhe zu haben, als auch dann gesundheitlich. Mir hat auch dieses Virus hat meine Familie leider ausgenockt, wo dann erst mein Kleiner, dann meine Kleine, dann war ich dran. Und mussten da Sachen wirklich so, oh, jetzt geht es aber los, mussten da Sachen auskurieren, ausschwitzen. Mein Sohn musste auch Sachen ausfiebern, zum Glück bloß Sachen, die mich da zurückgeworfen haben. Und wie komme ich jetzt wieder auf mein, ach so, Konsum. In der Zeit, da kommt das alles her, wo ich diesen ganzen Stress hatte, habe ich auch gemerkt, ich habe das mit Schokolade bekämpft, den Stress, dann ging es mir immer besser. Und habe dann auch gemerkt, ja, am Anfang, da tut es einem halt auch gut, wenn es dann die ersten Symptome da so mindert. Aber weil ich jetzt nicht mehr saufe, nicht mehr rauche, Schokolade, könnt ihr euch ja vorstellen, ist jetzt auch nicht der beste Ratgeber. Hä? Und auch Nikotin. Haben wir ja gesagt, Nikotin ist erstmal gut fürs Herz. Ist ja eine Medizin fürs Herz. Hä? Aber es gibt halt immer ein Maß. Und wenn man über diese Maßlosigkeit, weil wir sind ja alles Drogen, Zucker, Nikotin, Koffein, Kokain, Heroin, also was man da nicht alles nehmen kann oder sich zuführen kann, was dann immer, wir hatten diese ganzen Geschichten, was dann immer ein größeres Loch reißt und man dann mit immer mehr stopfen möchte. Da habe ich auch gemerkt, oh, da ist ja noch ganz schön bei mir hier unten was gewachsen. Was ich jetzt, ist jetzt im Januar gewesen, wir haben jetzt Ende Februar. Das heißt, ich bin da jetzt auch schon einen Monat wieder clean, was zu kann. Nee, wenn wir das jetzt so sagen, also ich sage das spaßenshalber, weil ich habe das ja auch bei mir gemerkt und habe ja das Glück, dass ich auch die Praktiken habe, jetzt wieder zu mir selbst zu kommen, mich dem zu stellen, was bei mir jetzt dazu geführt hat, mir die ganze Schoki reinzupfeifen. Die war auch lecker. Die waren so eine tollen, ich muss euch, hier ist ganz schwer, hier schöne Schokolade zu finden. Und wenn, dann gibt es das in so einem riesen Supermärkten dann auch immer gleich so kiloweise. Und das heißt hier, wie hießen das, so kleine Trüffeldinger heißen die. Die sind so, außen ist so zarte Schokolade und innen drin ist dann noch so mal so geschmolzener Nougat und so. Also, boah, total lecker. Und dann merkst du es halt nicht, wenn du so ein Ding reinfällst. Und wenn da so eine Tüte, die hat dann nicht so wie in Deutschland so 100, 200 Gramm. Die hat dann halt gleich ein halbes Kilo oder ein Kilo. Ich glaube sogar ein Kilo. Und sagen wir mal, wenn du die bloß zur Hälfte auf einmal so nebenbei unbewusst mal einfach so wegschlemmst, so wegnascht, Alter, dann kannst du dir auch vorstellen, dass das jetzt irgendwie nicht so das Beste ist für dich. Auch wenn es natürlich sowas von super lecker ist und du dir solche Gaumenfreuden erstmal bereitest. Aber naja, inzwischen, ich hatte auch mal, ja, habe ja auch so eine Fastenvideos gemacht. Jetzt erzählst du mir über mich ein bisschen zu viel. Aber ich habe jetzt auch eine Woche Fasten mit einfließen lassen. Das ist für mich so ein guter, so eine gute Möglichkeit, immer wieder komplett Reset dabei zu meditieren. Jetzt mit diesem ganzen Erwärmung und mit diesen, also diesmal habe ich ja auch nicht hier komplett gefastet, sondern ich habe mir diese Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel diesmal mit dazu reingepfiffen, die ich euch auch, die meine Liebste ja auch vertreibt. Deswegen, also da, die habe ich ja schon mal empfohlen, die werde ich bei auch einen Link hin, weil die da, das kommt sogar mir zugute. Wie gesagt, ich habe es diesmal gemacht mit diesen Sachen wieder und hatte super viel Energie.
bin dann auch mal schön in den Wald bei uns zu diesem Thermalfluss hin. Und ah ja, war fantastisch. Und konnte sogar nach 6 Tagen Fasten, konnte ich noch wieder die 2 Kinder, die Kleine auf der Brust, den Großen hinten drin, konnte ich auch noch schleppen, zumindest dann vom Fluss zum Auto. Was aber auch eine halbe Stunde ist und das muss man erstmal schaffen, ja, wenn man sich halt... Aber wie gesagt, ich hatte euch erzählt, ich hatte Reserven. Okay, jetzt sind wir nämlich... Wie kommt man raus aus der Konzentration? Wieder, wir waren bei dem großen Punkt Meisterschaft, hatten den einen Unterpunkt Disziplin mit mehreren Unterpunkten abgehandelt, sind jetzt bei dem Punkt Konzentration mit den ganzen Sachen. Was bringt mich überhaupt aus meiner Konzentration? Der Konsum. Deswegen, wir können auch nicht Meisterschaft erwerben. Ich will jetzt Gitarrenmeister werden. Ich will jetzt spiritueller Meister werden. Ich will jetzt Baumeister werden. Sondern wir müssen diese Disziplin und diese Konzentration, wir müssen die in allen Bereichen unseres Lebens haben. Wir müssen also auch bewusst und konzentriert essen. Deswegen ist es ja schon mal gut, in Deutschland machen ja viele zum Beispiel so ein Gebet vom Essen hier. Lieber Gott, ich danke dir besessen für das tolle Fressen. Oder was auch immer. Oder was dann von her, was dann wirklich noch tiefer geht. Und was ihr da für Rituale bei euch habt. Und dem Essen danken. Oder dafür danken, dass man so ein tolles... In Deutschland, oh, das ist alles so eine hohe Qualität. Und so. Okay, ich rede jetzt nicht mehr. Ich habe schon über Schokolade geredet. Ich will euch jetzt nicht alle hier zum Essen animieren. Aber sondern dass dann bewusst gegessen wird. Und ich war halt immer so eine Fressraupe auch gewesen. Und so alles, ich habe so viel Energie auch verbrannt, ist auch immer alles weggegangen. Aber es ist halt wirklich besser, bewusst essen und nicht zu viel. Hä? Zu viel essen bringt einen auch raus. Danach hat man wieder so ein, jetzt fühle ich mich doch schlecht. Und dann hat es mir doch nicht gut getan, die Pizza oder was auch immer sich ihr euch reinpfeift so gerne. Bewusstes Essen. Und was viele gar nicht, für mich war es eine Überraschung. Für Konzentration, das Wichtigste, wie man das erlernen kann, ist, man muss erstmal lernen, allein sein zu können. Ohne den ganzen Konsum. Und ja, viele von euch wissen ja, ich habe ja damals in Berlin, in Köln, in der 14-Mann-WG gewohnt. Und habe ja immer mein ganzes Leben in WGs gewohnt. Ja, oder hatte immer waren Freunde. Da, die kamen dann immer schön mit Bierchen und solchen gesagt. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich möchte auch keine Minute des Ganzen missen, der ganzen Zeiten, die wir da zusammen verbracht haben. Oh, jetzt weht es mir hier kühl hinten rein. Also es war mir immer eine Freude. Aber eine der wichtigsten Sachen zum Erlernen der Konzentration ist halt dieses Alleinsein können. Und dann mal zu sehen, was kommen in mir für Gedanken auf. Also das ist schon so eine Art Meditation. Und die machen jetzt extra hier alle einen Umweg. Also wir müssen auch langsam mal fertig werden. Und dann mal das Ich in mir aufkommen zu lassen. Um mal zu gucken, was kommen jetzt überhaupt für eine Gedanken? Was kommen jetzt für die Bedürfnisse? Wo tut es jetzt auch vielleicht ein bisschen weh? Was waren das gewesen? Und dann versuchen, auch diese ganzen Engel links, Teufel rechts, habe ich das jetzt richtig rum vor euch gesagt? Und die ganzen Stimmen, die einem was erzählen, also oder was man denkt, was innere Stimmen sind, was man selbst ist. Was aber eigentlich denn vielleicht das ist, was man mal von Freunden, von Eltern, von Lehrern, von diese Sachen, die dann immer so ein, wo man sagt mal, pst, sag mal jetzt ganz ruhig, ich konzentriere mich jetzt mal nur auf mich, stell mir mal nur ganz weißes Licht vor und schau mal in mich rein
mach die Augen zusammen, schau über die Nasenspitze in mich hinein, gucke, was ist mit mir. Bin mal allein. Also dazu kann man auch in WGs wohnen. Dazu kann man auch viele Freunde haben, die einen oft, wenn man natürlich diszipliniert, sich seinen Freiraum schafft für sich allein. Und diese Übung, dieses allein mit sich zu sein, hilft einem dann halt auch bei der Konzentration in der Arbeit, hilft einem bei der Konzentration in der Kunst, in der Musik, im Handwerk, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern, um denen richtig zuzuhören. Zum Beispiel, weil das ist auch ganz wichtig für die Konzentration, ist auch, ja, man kennt es, wenn man so Menschen hat, es gibt so Menschen, mit denen unterhält man sich und mit denen ist man die ganze Zeit am Lachen. Man bereichert sich gegenseitig, man ist auf einer Wellenlänge, haben wir ja oft gesagt. Und man schaukelt sich so hoch und ist danach voller Energie, man möchte gar nicht aufhören. Und man schwingt sich gegenseitig auf und ist dann total glücklich. Das sind die einen Menschen, mit denen haltet euch diese Menschen nahe. Seid, werdet selbst solche Menschen, dass andere Menschen sagen, in dessen Gegenwart lade ich immer komplett auf. Die Praktiken, wie wir das schaffen, die machen wir auch noch. Und dann gibt es diese Menschen, da fühlt man sich immer, oh, das ist immer so anstrengend. Die ziehen einem richtig so die Energie. Ist natürlich immer total schlecht, weil das die Chefs sind, die Vorgesetzten oder irgendwas. Oh, und man sich mit diesen abgeben muss. Denn so Leute, das ist immer so eine triviale Unterhaltung, die dann irgendwelche allgemeinen Floskeln immer von sich geben, anstatt irgendwelche tiefgründigen Sachen oder die dann, bevor man überhaupt ausreden konnte, die haben dann immer schon Ratschläge gegeben und einem sagen, die nicht mal richtig zuhören. Und das heißt, die hören nicht mal richtig zu und die wissen gar nicht, worum es geht und geben einem dann schon einen Ratschlag. Das heißt, die nehmen das gar nicht ernst, was du sagen möchtest, worum es dir überhaupt geht. Die nehmen sich auch selbst nicht ernst, solche Menschen. Und ja, das sind halt so toxische Menschen, die sollte man halt versuchen zu meiden. Und ja, und diese belanglosen Unterhaltungen, die einen nur Energie zehren, meiden. Menschen, die einen bereichern. Menschen, ja, Themen, die einen bereichern. Darum, das ist das, worum es geht. Um mit diesen Menschen sollte man möglichst viel Zeit verbringen. In der Zeit, in der man nicht mit sich allein ist und seine Konzentrationsübung macht, die einen dann zu selbst und zu sich nerven und die einen zu sich selbst näher bringen, wollte ich jetzt sagen, was mir, was ich ja doch schon wieder eine Weile hier erzähle, ein bisschen schwerer über die Lippen gekommen ist. Und ja, also das war für mich auf jeden Fall die größte Überraschung bei diesen ganzen Sachen, dass das zur Konzentration mit einer der wichtigsten Sachen ist. Und dass ich selbst, ja wirklich, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich dann alleine gewohnt und so. Und bin dann mit mir allein gewesen und endlich mal, wovor ich ja vorher, ich habe ja vielleicht auch in diesen ganzen WGs immer gewohnt, weil ich da Angst hatte mit dieser Konzentration auf mich und sowas und mit mir, dass mir die Decke auf den Kopf fällt und sowas. Und es hat mich auf jeden Fall sehr bereichert und ich hoffe, dass es auch euch sehr bereichern kann. Und jetzt hatten wir Disziplin hatten wir abgehakt, Konzentration hatten wir abgehakt. Was wird wohl noch sehr wichtig sein, um die Meisterschaft zu erlangen? Natürlich die Geduld. Also man muss, um diese Anfangs Hindernisse zu überwinden, muss man geduldig sein. Man muss wie ein Kind, was laufen lernt, was immer wieder hinfällt, was sich immer wieder am Papas Bein oder am Mamas Bein, Rockzipfel hochziehen muss, immer wieder ein paar Schritte, immer wieder hinfallen, immer wieder von neuem beginnen,
bis... So lange dauert es nicht. Bis man dann auf einmal läuft, bis man dann auf einmal Gitarre spielt, bis man dann auf einmal Baumeister ist, bis man auf einmal Kunstwerke erschaffen kann mit dem Schnitzmesser, mit der Kettensäge, mit dem Pinsel, mit was auch immer, was euch am Herzen liegt, wo ihr euch am schönsten ausdrücken könnt. Spirituelle Meister, euch selbst zu finden, euch selbst näher kennenlernt, wo ihr sagt, oh, jetzt kann ich schon ein bisschen damit spielen, ich kann auch die Energie, ich kann die in meinem Körper verschieben, ich kann meine Knie, kann ich energetisieren und solche Sachen. Was wir lernen werden, oh, schön. Und diese Geduld ist auch eine dieser wichtigen Sachen, die dazu kommen. Und die Hingabe. Ich habe euch gesagt, es gehen nicht einzelne Sachen. Man kann nicht nur Meister werden in einem und in dem Rest ein total zerstreuter Mensch sein. Obwohl ja dieses zerstreuter Professor, die ja dann auch Genies in einer Sache sind. Oder dass man glaubt, dass die Genies in einer Sache sind und dem Rest so dieses Autisten sein, dass sie in den Rest gar nicht klarkommen. Das funktioniert nicht oder ist dann auch dieses Übertrieben, das halt, was dann ins Krankhafte geht, wo wir nicht mit uns selbst sind. Also das, obwohl ich jetzt merke, dass dieses autistische Genie-Meister sein ein bisschen dem widerspricht, dass man das im ganzen Leben, in jeder Tätigkeit machen, sagen wir mal, sollte. Dann sage ich eben nicht muss. Ihr könnt von mir aus auch Autisten werden, wenn ihr wollt. Die Grundlagen sind, dass man das dann mit voller Hingabe macht, mit Leib und Seele sich diesen widmet und deswegen wirklich täglich zur gleichen Uhrzeit. Na gut, ich will mich jetzt auch nicht zu oft wiederholen. Ich denke, ich habe das von, ja, diese Punkte, die der Erich Fromm so wunderbar halt, das heißt ja, die Kunst des Liebens. Und da muss man dann halt, man muss um diese Kunst, muss man wie für die Kunst des Liebens zu erlernen, muss man wie für jede Kunst diese drei, Disziplin, Konzentration, Geduld, Hingabe, diese vier, die muss man erstmal gelernt haben, um Meister im Lieben zu werden, dann auch, sie ist jetzt nicht mehr hinten lang gelaufen, muss man, um Kunst im Meister im Lieben zu werden, muss man diese Basics, muss man sich aneignen, um dann den Egoismus, heißt das Egoismus? Ja, diesen krankhaften Egoismus, um den erstmal abzulegen und um dann auch den anderen, das Herzen des anderen Menschen zu hören. Wenn wir weiterkommen, wir können jedes Organ, wir lernen ja immer diese drei Botschaften. Das ist einmal das Herz, das Gehirn bringt uns eine Botschaft, die Leber bringt uns eine Botschaft, die Milz, der Magen, die Därme. Wir können, das kann ich euch sagen, wir können uns so weit sensibilisieren, dass wir es schaffen, diese einzelnen Botschaften zu hören. Und diese einzelnen, wir haben dann so Sinne geschärft bis zum siebten Sinn, wenn wir später dann mal schauen, was ist überhaupt der sechste Sinn, was ist der siebte Sinn? Und wir werden tolle Sachen in Zukunft lernen. Ich nehme mir wieder vor, disziplinierter zu sein und das in meinen neuen Tagesrhythmus jetzt mit Arbeit, Familie und allem einfließen zu lassen. Auch dieses ganze Wissen, diese ganze Praktiken auch wieder euch weiterzugeben, weil ja, es wird euer Leben so zum Positiven verändern, wenn ihr diese Praxissachen macht, wenn ihr
das in euer Leben einfließen lasst. Und wenn nicht, na, dann hört ihr euch halt die schönen Geschichten an, die ich im Theorieteil sage. Das denkt ihr, oh, das ist ja wie Fantasy-Roman, was der Anton da alles erzählt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ich hoffe, ich kann euer Leben ein bisschen bereichern und dabei gleichzeitig mein Leben auch bereichern, weil es ist ein Geben und ein Nehmen. Schreibt gerne mir, worin ihr Meister schon seid, wie ihr es dahin geschafft habt, dass wir das vielleicht auch noch ein bisschen ergänzen können. Und beim nächsten Mal machen wir dann, glaube ich, nochmal mit den Traumata ein bisschen weiter, mit den kindlichen Phasen, steigen dann in die Theorie weiter ein und kommen dann auch früher oder später endlich zum Meditieren. Und ja, ich danke euch nochmal recht herzlich, sende euch meine allerliebsten Grüße. Bis bald, euer Anton. Tschüss.